Also, was haben wir denn schon im Team? Wir haben eigentlich schon alles fest. Wir brauchen einen Offlaner, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht genau. Seconds Ich mach to mal act. irgendwas, was mit dem Patch gut zusammen funktioniert. Oder mit dem 5 seconds anderen. Oder remain. überhaupt. Disable. Ich nehme Lion. Wir brauchen. Ach, das ist alles scheiße. Machen wir das so. Ich versuche mit dem Lion halt hart disable, dass wir in der Zeit den Faceless Void und so killen können. You have about a minute to Der Blattseeker enjoy, not nervt die. natürlich als Support und Secret. so immer tierisch ab. Hilft ja nichts. Lion. Das Spiel ruckelt gerade ein bisschen, muss man kurz gucken. Ich glaube, muss man ein paar Sachen zumachen hier. Okay. So, jetzt habe ich mal ein paar Sachen umgestellt. Hoffentlich funktioniert das jetzt alles. 30 seconds to Jetzt ein battle. bisschen beeilen hier. Wards haben wir anscheinend schon gekauft. Dann kaufe ich mal den Kurier, den haben wir noch nicht. Mechanism wird sonst keiner bauen in dem Team. Finde ich da nicht so verkehrt. Axe oben solo, okay. Unten der Patch. Probieren wir es halt so. Durchaus mal eine Variante. Time for strong-arm tactics. Hat jemand Invis genommen? Nur ganz kurz. Bloodseeker wird das gewesen sein. Genau, Invis. Ich verstecke mich hier nochmal kurz dann. Warte einfach mal ab. Vielleicht zeigt er sich ja. Ach, da ist er schon. Wen haben wir noch da unten? Da hätte man durchaus noch mehr rausholen können. Aber warten wir auf Level 2. Das Blöde ist jetzt, dass natürlich der Sven sein Mana verballert, ne? Da ist geblockt. Oben ist. Gucken wir, Faceless Void. In der Mitte die Viper. So, ich will nur Level 2 werden für Mana Drain. Dann können wir die ruhig mal ein bisschen nerven. And the blood spills. Und da das anscheinend ein bisschen übertrieben. Ey! Überhaupt nicht angegriffen, soll nicht auf mich schießen. Blöder Tower. Ein bisschen mehr Damage, wenigstens kurz. So, mit den Hellbringer vor allem das Mana entziehen. Geht schon. Warum ist jetzt die TA weg? Disconnect gehabt. Nicht so schön. Once again, Digital Sports. Scheint bei der TA nicht so gut zu laufen. Hoffen wir mal, dass es noch besser wird. Jetzt unten nicht so eine tolle Lane mit den zwei Melees. Müssen wir gucken, ob wir nochmal einen Stun hinkriegen, dass wir dann wenigstens mit dem Hook was machen.
Ja, aber hoffen wir erstmal, dass die TA wiederkommt. So, ist der Axe da oben solo gestorben. Der Jakiro muss eigentlich nach oben sein, war vielleicht ein bisschen zu unvorsichtig. Bin nicht so überzeugt, dass es so eine tolle Lane ist. Fand die Picks auch ein bisschen komisch. Hm. 0-2. Gucken wir mal, was wir da rausholen. Immerhin hat der Sven ein bisschen Freefarm dann. Ja, mach mal. Sollte aufpassen, dass er halt nicht aus Versehen dann die Creeps angreift. Dass wir halt möglichst die da out of range halten einfach. Naja, wenn die erstmal keine Last Hits machen, passt das ja auch erstmal. Sollen ruhig mal out of XP Range bleiben da. Ja, brauche ich dafür jetzt den Patch nicht unbedingt. Ja, dann muss der Patch aber auch mal was machen dann. Dann soll ich ihn halt mal hooken. Wenn wir halt den Stun landen. Ja. Nicht sehr hilfreich, der Patch bisher. Quickly overanalyze whether or not it was the correct purchase. Choke on your own bitter regret. Immerhin haben sie jetzt oben den Faceless Void gekillt. Sehr schön. Wir warten einfach mal. Ja, konzentriere ich mich auf den Last Hits besser. Bald kann ich mir wenigstens. Was hat denn noch für Regeneration Items? Soll man seine Tangos fressen? Ich behalte mal erstmal meine Potion noch. Meine Healing Self. Was geht da oben? Ne, der nervt immer ein bisschen. Bisschen was halte ich ja noch aus jetzt. Für Mana? Das haben wir halt nicht mehr so viel Mana. Das ist so der Vorteil. Ja, jetzt nimm mal deine Potion. Mit Last Hitten ist jetzt trotzdem nicht so viel. So viel Schaden macht der Line leider nicht. So. Ja, wie viel HP hat der? 900. Also Max HP. Jetzt natürlich wieder weniger. Saug dem Warlock am besten gleich nochmal Mana ab, einfach. Und als nächstes dann dem Warlock nochmal bevorzugt. Ja, gut, der Junge muss da ein bisschen aufpassen, da. Aber bringt sich da unten anscheinend schon was.
Sehr gut. So, viel ist da jetzt nicht mehr da. Was weiß ich denn gebracht? Tangos, okay. Ja, jetzt sollten wir ihn damit aber haben. Sehr schön. Müssen aufpassen. Ja. Ich hole mal den nächsten Bestandteil dafür. Sehr schön. So, jetzt versuche ich mir erstmal wieder Mana zu leechen, dass ich gleich wieder einsatzbereit bin für irgendwas. Na, da fehlt ein bisschen. War auch zu schnell. Ich meine, habe ich nochmal Level 6 bekommen. Schade. Da sieht man doch, der hat eigentlich noch keine Items groß, aber man hält halt nicht viel aus. Warlock ist jetzt oben. Leider habe ich jetzt natürlich auch keinen Town Portal. So, ich werde erstmal gleich dann den ersten Bestandteil vom Mechanismus zusammenbauen, damit ich den Inventarplatz habe und dann wieder Wards kaufen. Oder den Kurier upgraden. Machen wir das mal als erstes. Ach, geht noch nicht. Fehlt noch ein bisschen Gold. Da rennt der Warlock rum. Ich würde ganz gerne den Void mal killen. Mit der nächsten Wave. So, 200, 350. Es reicht alles gerade mal so. Na, ganz kurz ein Time Warp noch. So, mal den Kurier upgraded. Sehr schön. Ja, hoffentlich kommen wir jetzt noch gut weg. Könnte aber... Ah, na gut. Platzsieger-Ulti. Immerhin. Drei Leute hochgekommen. Hellbringer-Ulti. Und den Void gekillt, man, das war es dann irgendwie vielleicht wert. Oh, da geht's weiter. Gerade noch mit dem Kurier beschäftigt gewesen. Ich brauche Mana vor allem. Ich muss, brauch Mana. Warum killst du dich jetzt selber? Hä, ist der dumm? Ja, ist ein bisschen schlecht. Wenn ich dann keinen Mana mehr habe. So. Bräuchten vielleicht mal Unterstützung von den Kollegen. So, hier ein bisschen Mana saugen. Nein, Tower! Hässlicher Tower. Böser Tower. So, ich kaufe als nächstes mal Wards.
Das sieht nicht gut aus. Mann, der ist schon wieder sein Ulti ready, der hässliche Sack. Ja, 4 Stück da oben, das ist ein bisschen unangenehm. Das ist blöd, wenn man natürlich so weit hinten liegt. ETA. Vielleicht schafft die ETA jetzt ein bisschen Farm zu bekommen. Wie sieht es denn für ihn aus? Einigermaßen okay. I've still got my pride. Hey! Da will ich ihn den Last Hit lassen und dann geht das fast noch schief. Ich stell mal ein Ward. Wie machen wir das denn? Ich stell mal ein Ward hier defensiv auf und dann wollte ich hier oben gerade aufstellen, als dann. Schon mal gespammt den Hex, falls er da gleich vorbeikommt. Hat da jemand gehuckt? Sieht nicht so aus. Jakiro geht da nach unten. Okay, da ist Jakiro, passt mal ein bisschen auf. Ich werde jetzt mal oben den einen Ward hier noch platzieren. Ich denke mal auch eher in der eher hier an der Stelle. Und dann pusht mal der Axe ein bisschen in der Mitte. Ja, das war ein bisschen. So, ich mal Level 3 Mana Leech oder Mana Drain, wie es richtig heißt. Dann holen wir uns den Tower hier in der Mitte. Das ist schon mal viel wert für unser Team. Ich porte mal runter, ob ich da noch helfen kann. Okay. Ich würde sagen, ihr, da kann man nicht mehr helfen. Muss ich gucken, dass ich nicht in die Sichtlinie komme. So, dann kann er ihn ultien. Axe. Wenigstens das, okay. Und jetzt gehe ich mal mit wenig HP und wenig allem. Und geslowt. Und jetzt geht's wieder. Ne, der Ulti kam dann klein Ticken zu spät. Die Trap, aber immerhin geklappt. Ich gehe jetzt mal zurück. Hab ja auch fast meinen Mechanismus fertig. Ulti Level 2. Mana pro Sekunde, 120 pro Sekunde, ist von 3 auf 4 ist nochmal ein krasser Sprung. Machen wir das nochmal. Das kann schon ganz schön, je nachdem, wenn eine Chronosphäre nicht außen stehe und einer von denen gefangen ist oder wenn wir einen Stun haben, 120 pro Sekunde ist schon echt gut. Dann habe ich halt auch genug Mana für die ganze Scheiße. Wir haben Upgraded Courier, wir haben gerade Wards. Ich werde jetzt einfach mal gucken, dass ich ein bisschen vorankomme. Bin nicht ganz sicher, welche Boots ich mir dann gönne. Tranquil Boots sind schon nicht so verkehrt. Oh, das war knapp. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ups, jetzt hilft's ja. Hat trotzdem, trotz Mech und Stun, haben das nicht geholfen.
Schade. Mid tower taking damage. So, drei in der Mitte. Puh. Ich glaube nicht, eine Glyphe ist nicht mehr sinnvoll. Um die, für die paar Sekunden rauszuzögern, hilft dann auch keinem weiter. Your middle tower has been destroyed. Ja, die TA ist halt so ein Snowball Hero. Wir bräuchten eigentlich die bisschen. Sie bisschen. Dass da was läuft. Here's all you need of hell. Was war das denn? Das war ein bisschen komisch. Sven, du bist jetzt kaputt. Na. Autsch. Ja, da war mit der Sichtlinie ein bisschen zwischendurch immer ein bisschen scheiße. Ich dachte, wir bleiben auf der Viper zusammen drauf. Sophie hat die Viper nicht, holt sich witzigerweise einen Cloak, obwohl sie ja mit Corrosive Skin schon Magieresistenz hat, eigentlich genug. Bisschen ungewöhnliche Wahl, würde ich sagen. Da sonst auch nicht so wahnsinnig viel Magic Damage heißt, aber mein Gott. Okay. Ich laufe in die Mitte. Dominating. Your top tower is under attack. Hat anscheinend schon längst kein Mana mehr. Top tower under siege. Okay, das haben wir auch nochmal geschafft. Ich ziehe mich mal zurück. 16-28, wir hatten halt so einen katastrophalen Start als Team. Und da versuchen wir jetzt wieder ein bisschen rauszukommen, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde für die Geschwindigkeit mal doch die Tranquil Boots holen. Wenn ich im Kampf eh einmal von der Vibe oder so erwischt werde, ist egal, ob ich dann super langsam bin oder super, super langsam. Von daher ist das fast wurscht. Brauchen, ich werde mal nochmal ein Set neue Wards kaufen, solange halten die nicht mehr. Da ist eine Invis-Rune. Ich ward mal und hole mir die Invis-Rune, wenn das so klappt. Nein, klappt natürlich nicht. Fuck you, fucker. Na, aber er hat da gerade gewardet, dann bin ich schneller da als sie. Tschüss. Okay. Haben sie irgendwann von Detection? Den Ward haben sie ja nicht gecountert, also hatten sie keine Sentries da. Das ist ja schon mal was. Unten ist der Faceless Void, der sie aber jetzt zurückzieht. Auch ganz vernünftig so. Können wir in der Mitte gucken, ob da sich was ergibt. Ja. Lang hält man Invis nicht mehr. Ich probiere es mal. So, wenigstens die schon mal loswerden. Autsch. Autsch. Wir sollten Menschen für. Das sieht nicht gut aus. Die Viper gekillt, aber kommt uns teuer zu stehen, wie es aussieht. Kann die TA wenigstens unter den Tower holen. Ich verkrieche mich hier mal kurz. Ein Tower kann sie nicht mehr, aber sie kommt weg. Zwei für einen, ja. Wir brauchen den Sven eigentlich noch. Nicht so gut, wenn der da ständig kaputt geht. So, ich kann mal gucken, ob ich mir jetzt hier... Da läuft der Warlock noch rum.
Die haben alle kein Mana, die Säcke. Regeneration. Das ist ein bisschen gefährlich jetzt hier. Was ich mache. Das hat eine Axe, hat er einen Dagger, immerhin. Ich stelle mal oben den Ward noch auf. Will jetzt der Patch irgendwie extra nerven, oder was ist da los? Spinne. Ja, sonst geldmäßig sieht es natürlich ein bisschen knapp aus. Wird auch nicht so viel dazukommen. Wir haben erst einen Turm, okay. Keep murdering. Nein, 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 der Backtrack nicht mein Ulti, der hässliche Fucker, ne? Killing spree. Double kill. Ey, so ein Lacker. Echt mal. Der Void wäre tot gewesen und ohne die Chrono wären zumindest ich und vielleicht auch die TA wieder weggekommen. Drop Tower under siege. So ein Scheiß, aber echt mal. Wie hoch ist die Chance? 25%. Naja, kann passieren. Ich weiß gar nicht, war es früher mal so eigentlich, dass Void, das Backtrack, halt nicht instant halt das, den Charge so negiert hat. A dominant performance. Also das Backtrack nicht instant den Schaden negiert hat, sondern den halt zurückgespult hat. Aber wenn halt der Schaden schon mal zu krass war... Ja, verpiss dich, Viper. Dass es dann, dass man den Schaden erstmal gekriegt hat und ihn dann halt über irgendwie eine Sekunde oder so zurückgespult hat tatsächlich. Also dass wenn der Schaden trotzdem erstmal da war. Ich habe irgendwie so im Kopf, dass das früher so war. Und fände das irgendwie ja auch... Dominating. Fände das irgendwie auch besser. Your middle barracks are under attack. Your middle barracks is fallen. Your middle barracks is in ruins. Ja. Ja. Das war aber einfach outpicked, kann man nicht anders sagen. Also einerseits hat die Mitte halt nicht funktioniert. Habe ich extra gewartet die ganze Zeit. Ob sie ihn so killen. Nee, was ich sagen wollte ist, in der Mitte lief es natürlich einfach irgendwie schlecht. Für die TA ganz offensichtlich. Aber halt auch diese Offlane mit dem Solo-Axe so, hat auch nicht funktioniert. Und unsere Lane unten war jetzt auch nicht geil als Tri-Lane. Es war halt einfach irgendwie eine beschissen gepickt halt von den anderen. Ich weiß auch nicht, was die sich mal denken dabei. Da so viel. Das Gefühl, so wahnsinnig viel wird da nicht gedacht. Leider. Und die hat auch so ein blödes Aghanim, den Cloak. So ein Casual Cloak hat sich geholt. Ansonsten passiert da auch nicht so viel. Your middle tower is under attack. Und der Sven hat aus seinem... Naja, es war schon Free Farm eigentlich, ja. Das braucht man nicht anders nennen. Hat er leider auch nichts gemacht. Hat er nicht geschafft, da irgendwie was rauszuholen. Okay, Hasted Viper. Sehr unangenehm.
geworden halt nicht mal. Also unten haben sie es geworden, aber so richtig was los ist da auch nicht. Ja, als könnten wir sie jetzt irgendwie da aufholen. Wenn jetzt unten den Tier 2 Tower holen, können halt nochmal High Ground einen Kampf liefern. Viel mehr allerdings auch nicht. Vielleicht holen wir uns sogar nochmal einen Turm hier oben. Das wär's ja. Das wäre unser zweiter Turm erst im Spiel. Das lief auch alles nicht so erfolgreich. 5-12. Beim Spiel 8 bleiben wir nicht so drauf. 5-12, 5-11. Alles schon relativ bitter. Enemies top tower destroyed. So, die Wave können wir uns ja nochmal gut gönnen. Und dann weg hier. So ein bisschen als Mobility-Item, den Force-Staff. Das Geld reicht immer noch nicht dafür. Um jetzt hier vernünftig warden. Ist ja klar, dass wir nur noch in der Base stehen und verteidigen. Bottom tower being attacked. Huck dir den Spinne. Schade. Your bottom barracks are under attack. The bottom barracks has fallen. Your bottom barracks is no more. A dominant performance, an acceptable manner. Das ist aber noch schön backtracken, der hässliche Sack. Was ich sagen wollte ist, ja, das Teamspiel war schon lange ein bisschen kaputt dann. Okay, hätte auch schon länger keine Lust mehr. Naja, passiert. Schade drum. Oh dear, well that's one less middle tower for you. Dire structures are fortified. Ist halt immer ein bisschen schade, wenn man spielt einfach so völlig nutzlos. Völlig nutzlos verliert halt. Also so aus. Einfach nur im Pick schon. Das ist mal ein bisschen schade, weil man irgendwie. Man das Gefühl hat, man hat 30 Minuten also völlig umsonst gespielt. Während halt eh schon klar war, dass es halt rum ist. Naja. Passiert zum Glück nicht, gar nicht mal so oft, wie man denken möchte eigentlich. Aber, naja. Next time, I will have my revenge. My drive for blood has found a daughter. Das lief schon ziemlich scheiße für die anderen.